Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, zu diesem Gesetz etwas zu sagen. Lieber Kollege Damazimanji, ich glaube, Sie haben Ihre Rede doch eher zum Tagesordnungspunkt vorher gemacht. Es ging, glaube ich, nicht um das Business Improvement District, sondern es ging wohl eher um die Aussprache zur Halbjahresbilanz. Herr Minister, Sie haben festgestellt, dass dieses Gesetz in den vergangenen 17 Jahren erst einmal zur Durchführung gekommen ist. Ich glaube, man darf nicht sagen, dass es ein gescheiterter Versuch damals in Burbach war. Das, was in dieser Zeit dort geleistet worden ist, und das ging ja erstmal über die festgeschriebenen 5 Jahre und dann noch eine gewisse Zeit darüber hinaus, war, was von Seiten der dort engagierten Anwohner bzw. Betreiber dieses Business Improvement District bzw. Investitionen und Dienstleistungen gesetzt geleistet worden ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Man hat einen Branchen mitgemacht, man hat ein Wir-Gefühl geschafft. Gerade das Thema Integration war dort ein wichtiges Thema. Man hat von einem Distrikt gesprochen, in dem 100 Nationen leben, und man hat ein Wir-Gefühl erreicht, sodass man nicht sagen kann, dass dieses Gesetz unnötig war. Ich habe mich ein bisschen gewundert, Herr Minister, dass Sie gesagt haben, es hat eine interne Anhörung gegeben zu diesem Gesetz und es wurde dazu keine Rückmeldung gegeben. Ich habe, seit ich weiß, dass das Gesetz geändert werden soll, mit Wirtschaftsförderern, Stadtentwicklern und auch mit der IHK gesprochen und habe dort ein ganz anderes Feedback bekommen. Ich kann Ihnen sagen, Sie haben natürlich recht, auf diesen Punkt sind Sie eigentlich gar nicht eingegangen, dass das Beitragsbemessungsverfahren aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils ja so nicht mehr gelten kann. Aber deshalb würde ich auch Sie bitten, darüber nachzudenken, nicht über eine Aufhebung des Gesetzes zu reden, sondern eher, wie Sie es in den Alternativen formuliert haben, eine Reformierung bzw. eine Novellierung. Und es gibt da auch ein ganz gutes Beispiel. Wir reden über Hamburg zum Beispiel. Dort hat der Senat, die haben dort 13 funktionierende Bündnisse für Innovation und Dienstleistungen, die funktionieren, und dort hat man einen Vorschlag erfolgreich durchgeführt, wie eine Finanzierung und eine Beitragsbemessung der Quartierinhaber stattfinden können. Sie sagen, und auch der Kollege Simanci hat das gesagt, das reduziert Verwaltungsaufwand und ist ein Teil der Entbürokratisierung. Wenn ein Gesetz nicht wahrgenommen wird, frage ich mich natürlich, was da jetzt verwaltungsmäßig eingespart werden soll oder entbürokratisiert werden soll. Also das passt nicht so ganz zusammen, und ich darf durchaus auch den Ansatz, den Sie gemacht haben, zu sagen, das kann ja jetzt von Vereinen gemacht werden oder anderen Organisationen. Auch hier gibt es, und das habe ich gerade in diesen Gesprächen deutlich gehört, ohne eine gesetzliche Grundlage lässt sich eine weitreichende, verbindliche Form des Quartiermanagements nicht lösen, denn, und das ist ja das große Problem, und deswegen ist es ja gut, so wie Sie es auch richtig erklärt haben, dass alle Quartierbesitzer, Hauseigentümer und Anwohner dort ihren Beitrag über diese Beitragsgrenze dann hinaus mit bezahlen müssen. Wenn Sie das über Vereine machen, dann haben Sie das Problem, dass Sie Drittbettfahrer haben, deren Immobilie aufgewertet wird, aber letztendlich dann nicht mitbezahlt wird. Und es ist auch nicht so ganz richtig, dass wir von etwa nichts reden. Ich habe mit der IHK ein Gespräch gehabt, und wir haben dort ein kurz vor, ja, ich sag mal, dem Antrag befindliches Business für, also ein Innovation und Dienstleistungs Bittgesetz, für das Bittgesetz einen Antrag, der schon fertig ist. Und das ist das Homburger Bitt-Talzentrum, ist auch ein Verein, ist auch ein e.V. Und wenn wir das machen, was Sie hier anregen, dann machen wir dort 2 Jahre Arbeit kaputt, denn die arbeiten daran, das voranzubringen, und das wäre natürlich genau der falsche Weg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben, glaube ich, und das ist auch das, was von den Menschen dort gesagt wird, wir sind durch Corona ja in einer ganz neuen Situation. Unsere Städte und Gemeinden verändern sich. Wir haben in Corona die Situation gehabt, dass 2 Jahre nichts gelaufen ist in den Städten. Jetzt tut das langsam wieder hochkommen. Wir haben viele Menschen, die halt die Internetseiten, Amazon oder die Internetplattformen wahrnehmen und so ihren Einkauf gestalten. Wir brauchen neue Lösungen für unsere Innenstädte. Reden Sie mit den Stadtentwicklern, reden Sie mit den Wirtschaftsförderern. Und da, Herr Kollege Sisamci, Sie haben es richtig gesagt, wir haben kein Geld. Und deshalb müssen wir das Engagement der Hausbesitzer, derer, die bereit sind, für ihr Quartier etwas zu tun, mitnehmen, um genau unsere Städte weiterzuentwickeln. Und von daher nochmal mein Appell, wir haben einen Gesetzesentwurf und da kann man eine Novellierung draus machen und da geht man den richtigen Weg. Alles andere wäre ein Dienst, nicht an unseren Städten und Gemeinden, sondern es ist ganz klar, neben unseren wirklich wichtigen Städtebauförderung, die aber in der Regel die Geschäfte, die erreicht, die letztendlich nicht die Hausbesitzer sind. Die Hausbesitzer entscheiden, ob sie vermieten. Die Hausbesitzer entscheiden, an wen sie vermieten. Die Hausbesitzer entscheiden, wie ihr Haus aussieht und wie der allgemeine Eindruck eines Stadtzentrums ist. Wir brauchen Sauberkeit, wir brauchen den richtigen Branchenmix und wir brauchen ein erlebnisreiches Einkaufen in unseren Städten. Deshalb brauchen wir auch als zusätzliche gesetzliche saubere Absicherung ein BED und dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme, beziehungsweise wir werden jetzt Ihren Gesetzentwurf ablehnen, aber ich hoffe, dass wir im Bereich der Anhörung, im Bereich des Verfahrens dann zu anderen Ergebnissen kommen. Vielen Dank.